Wichtige Durchsage, der kleine Frühling möchte aus dem Dezember abgeholt werden. Tja, mit Winter hat das Wetter aktuell wirklich gar nichts zu tun und so bleibt's auch bis ins neue Jahr hinein. Derzeit sieht's so aus, als ob's im Laufe der nächsten Woche dann zumindest wieder kälter wird, aber gut, wärmer ist auch schwer möglich. Und damit hallo hier bei Wetter Online. Hier einfach herrlich, dieser erfrischende Sprühregen bei schweißtreibenden Frühlingstemperaturen. Ja, wenn beim Blick in den Kalender da nicht Dezember stehen würde. Ob ihr in der nächsten Zeit mit einem Übergangsjäckchen auskommt oder doch eher was Wärmeres braucht, das schauen wir uns jetzt mal an. Wie das Wetterradar zeigt, haben wir es aktuell mit Tiefs von den Azoren über den Nordostatlantik bis nach Skandinavien zu tun. Die drei Herren mit den Namen Tobias, Sebastian und Per saugen extrem milde Luft aus dem Norden Afrikas an. Unterstützt werden sie dabei von Hochchristine über Südwesteuropa. Die Folgen bei uns lassen sich im Temperaturradar unschwer erkennen. Fast landesweit Spitzenwerte jenseits der 10 Grad, ja und in den wärmsten Ecken sogar 15 bis 17 Grad. Ja, und aufgrund der vielen Wolken sind auch die Nächte extrem mild. Im Südwesten rund um Freiburg, da war die Nacht zum Donnerstag die mildeste seit über 70 Jahren. Auch zum Jahreswechsel, da bleibt es unfassbar mild. Besonders im Norden haben wir es unter dichten Wolken verbreitet mit zweistelligen Temperaturen zu tun. Nur ganz im Süden wird es bei klarem Himmel etwas kälter. Während es südlich des Mains meist trocken bleibt, wird der Jahreswechsel in der Nordhälfte, zumindest mancherorts, von dem allseits beliebten Sprühregen garniert. Und wie geht's im neuen Jahr weiter? Ja, der ganz, ganz milden Luft, der geht wohl erstmal die Puste aus. Und auch vom Sprühregen können wir uns erstmal verabschieden, denn der weicht wieder normalem Regen und davon wohl auch reichlich. Ab Mitte nächster Woche, da deuten die Wettermodelle dann sogar wieder sowas wie Winter an. Dann könnten sich die Tiefs Richtung Skandinavien zurückziehen und auf ihrer Rückseite würde dann der Weg frei für kalte Polarluft. Tja, aber sowas zeigten die Berechnungen in den vergangenen Wochen schon häufiger und übrig blieb, abgesehen von einer kalten Phase im Nordosten rund um Weihnachten, meist nur ein Hauch von Winter. Allen Winterfans bleibt also nichts anderes übrig als abwarten und Cocktails trinken. Für Tee ist es ja irgendwie zu warm. Und jetzt mal unter uns, geht euch das graue Winterwetter eigentlich auch so auf den Zeiger wie mir? Sehen wir es positiv? In rund einem Monat, da sind die Tage schon über eine Stunde länger und in zwei Monaten sind es schon über drei Stunden. Heißt, dann können wir das graue Wetter deutlich länger genießen. Ob es auch bei euch in den nächsten Tagen so schön grau bleibt oder sich doch mal das gelbe Ding am Himmel zeigt, das erfahrt ihr am besten auf www.wetteronline.de oder mit der Wetter Online App. Ich bin Björn Goldhausen von Wetter Online und ich wünsche euch im Namen des ganzen Teams von Wetter Online einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Was ein Glück, dass diese Redewendung nichts mit dem Wetter zu tun hat.